Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zur ersten Folge meines neuen Let's Plays mit Victoria 3. Ich spiele Russland und verfolge mit Russland ein spezielles Ziel in diesem Let's Play. Das Ganze habe ich relativ ausführlich dargestellt und begründet und im Detail erläutert in einem gesonderten Prolog-Video. Das findet ihr auch in der Playlist. Link auch in der Videobeschreibung. Wenn euch also das nochmal ein bisschen umfassender interessiert, schaut euch unbedingt dieses Video an. In dem Video habe ich auch was zu dem historischen Kontext Russland im 19. Jahrhundert, Revolutionstheorie, Marxismus und so weiter gesprochen. Das ist alles nicht ganz unwichtig, um hier so richtig in Stimmung zu kommen und den Rahmen des Ganzen zu verstehen. Für diejenigen, die gar keine Lust haben, sich das anzuschauen, mache ich jetzt eine ganz, ganz Kurzfassung dessen, was ich hier vorhabe. Ich möchte Russland von dem Ist-Zustand, nämlich einem sehr autoritären, rückständigen und konservativen Land, hin zu einem, ja, zur Sowjetunion führen, zu einem real existierenden sozialistischen Land mit, und das ist das Hauptziel, mit einer Planwirtschaft. Was wir am Ende dann für eine Regierung haben, beziehungsweise für eine Machtverteilung, darüber kann man sich ja vielleicht nochmal unterhalten. Ich hatte ursprünglich in dem Video gesagt, ein Parteienstaat wird es werden. Na, mal sehen. Vielleicht gibt es ja doch einen anderen Weg, denn das Ganze soll nicht auf revolutionäre Art und Weise geschehen, sondern auf dem Weg der Reformen. Das heißt, wir wollen Stück für Stück das Land modernisieren, liberalisieren und dann den Weg zum Sozialismus, zum real existierenden Sozialismus machen mit dieser Planwirtschaft. Vielleicht gibt es am Ende einen Bürgerkrieg an bestimmten Stellen, das kann sein. Geplant ist es allerdings nicht. Wir versuchen es irgendwie friedlich hinzubekommen. So, das Ganze bedeutet aber auch, dass ich nicht wie sonst üblich jetzt rollenspielerisch daran gehe. Das heißt, ich spiele jetzt nicht unbedingt den Zaren, weil der will das absolut nicht, sondern ich agiere hier zumindest innenpolitisch als Weltgeist mit diesem Ziel, das ich hier verfolge gewissermaßen. Außenpolitisch, um so ein bisschen historische Authentizität hier reinzubringen, außenpolitisch will ich mich bis zu dem Moment, in dem wir ja, die Kommunisten an die Macht gebracht haben, möchte ich mich einigermaßen in dem Rahmen der russischen Außenpolitik bewegen. Das heißt, Interessensgebiete sind das Osmanische Reich als Feind, vor allem mit Blick auf die Balkanländer, Panslawismus hier der Schlüssel und Bosporus, Meerengpolitik. Dann durchaus hier mit Blick auf diese Steppennomadenvölker, vielleicht mit der Hoffnung hier zum Indischen Ozean, vielleicht sogar einen Hafen zu bekommen, eine Landverbindung zu bekommen. Und dann vor allem Asien hier, Mandschurei, Korea, eisfreier Hafen im Pazifik, das sind so die Interessenssphären der russischen Außenpolitik. Falls wir irgendwann dann eine parlamentarische Demokratie bekommen als Zwischenschritt, stelle ich mir auch wiederum vor, dass wir dann uns je nachdem, wer da an der Macht ist, so ein bisschen außenpolitisch orientieren, aber das wird sich zeigen. Also, das ist so der große Fahrplan, den ich jetzt verfolgen werde. Gut, ein kurzer Hinweis noch, ich nutze einige wenige Mods, die aber rein grafischer Natur sind, die hier zum Beispiel beim Mark das alles ein bisschen übersichtlicher machen. Ihr seht es, alles ein bisschen zusammengeschrumpft. Ein paar Geschichten noch, findet ihr einen Link in der Videobeschreibung zu meiner Mod-Sammlung. Hier oben auch gibt es zusätzliche Werte, die ihr dann sofort auf einen Blick seht. Das wäre, glaube ich, alles der Vorräte. Dann starten wir mal rein. Allerdings warne ich vor, es wird jetzt erstmal sehr viel Lagebeobachtung sein. Wir müssen uns einen Überblick verschaffen über alle möglichen Teile unseres Staates und wir werden natürlich die ersten Entscheidungen treffen, aber viel wird nicht passieren, sondern wir haben sehr viel zu tun, aber viel Zeit wird nicht verstreichen. Ich werde aber jetzt mal eine Woche einfach laufen lassen. Warum? Weil dann spielt sich so ein bisschen der Markt ein und man hat irgendwie so einen besseren Überblick. So, ihr seht es, hier bereiten sich ein paar Forschungssachen aus, Interessengruppen und so weiter, wissen, wie sie zufrieden oder unzufrieden mit uns sind und deswegen können wir jetzt uns die Einzelheiten anschauen. Wir beginnen einfach mal hier der Reihe nach und beginnen mit einem Überblick über die politische Lage. Wir sehen erstmal, dass Nikolai Romanow der Zar ist und dass der aber sowas von fest, zumindest legitimitätsmäßig im Sattel ist. Rechtmäßige Regierung, minus 25% Erlassungszeit und mehr Loyalisten durch steigenden Lebensstandard. Er gehört zur Landadelversammlung, das ist die absolut mächtigste Interessensgruppe.
mit einem politischen Druck von 56%, also super dominierend. Und das ist auch, ja, im Blick auf die Liberalisierung der Gesellschaft unser größtes Problem. Mit ihm und der Landadelversammlung ist da quasi kaum was zu machen. Das heißt, wir müssen darauf hoffen, dass er nicht allzu lange lebt. Wie alt ist er eigentlich? Sehe ich jetzt hier nicht, muss ich woanders gucken. Sein Sohn, der ist unsere große Hoffnung, denn der ist marktliberaler. Und damit können wir wichtige Reformen einleiten, um unser Land nach vorne zu bringen. Das wird wichtig sein und interessant sein. So, hier sehen wir es. Er ist 39. Na ja, okay, also historisch ist er relativ früh, ich glaube 55 oder so gestorben. Man geht davon aus, dass ihn die Niederlage des Krimkrieges auch körperlich fertig gemacht hat. Ja, ich weiß nicht, ob wir absichtlich eine Niederlage jetzt organisieren müssen, damit das passiert. Aber mal sehen. Hoffentlich regiert er nicht zu lange. Das wird auf jeden Fall interessant werden. Aber vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten über Agitatoren, über bestimmte Führer von Interessen. Ja, er bleibt ja der... Naja, wir werden sehen, dass die schwächer werden und so. Vielleicht gibt es Möglichkeiten. Wir gucken. So. Was ist noch interessant hier? Also wir sehen die zweitstärkste Macht, oder wir gucken uns erstmal die Landversammlung an, das ist ja doch bedeutsam. Sie sind traditionalistisch durch den Anführer. Ah, stimmt, er ist gar nicht Anführer, das habe ich jetzt verwechselt. Er ist nur Mitglied. Ah, okay. Das kann natürlich auch nochmal eine Veränderung darstellen, wenn wir hier einen Anführer der Traditionalisten bekommen, wenn der irgendwann stirbt, der ist 49, der vielleicht anders tickt. Denn er tickt traditionalistisch und die IG selbst ist paternalistisch, stratokratisch und patriarchisch. Ja, das ist alles, was wir eigentlich nicht haben wollen in der Perspektive. Natürlich ist sie zufrieden mit uns. Das samtende Buch gibt uns plus 20% mehr Einfluss. Hier sind übrigens auch ganz gute Beschreibungen dabei, bei den IGs ländertypisch. Die Landadelsversammlung ist das Selbstverwaltungsorgan der russischen Aristokratie. Sie bekam 1785 einen offiziellen Status und setzt sich seither für die Beibehaltung und Erweiterung der traditionellen Befugnisse und Privilegien des Adels ein. So sieht's aus. Das samtende Buch, nur die erhabensten Familien können sich in diesem ehrwürdigen Buch verewigen. Wir wissen, wer dazugehört und wer nicht. Ist sogar mächtig. Die Gruppe natürlich, plus 20% Einfluss. So. Dann haben wir als zweitstärkste Gruppe die Streitkräfte. Anführer hier, wir müssen noch mal eine Sache uns angucken, das ist schon interessant. Sergei Uvarov, der ist ein erfahrener Politprofi und sorgfältig. Der ist ein richtig guter Mann für seine Gruppe. Also der muss eigentlich weg. So, dann haben wir die Streitkräfte. Ja, also die stören in der Regel nicht. Kriegstreiberisch, loyal, patriotisch. Hindert uns eigentlich bei kaum relevanten Gesetzen. Mit denen haben wir eigentlich keine Probleme. Alexander von Benkendorf ist hier der, der die führt. Meister Bürokrat, auch ganz gut für die Gruppe. Herrisch. Mhm. Plus 25% Interessensgruppen, Pop-Anziehung. Na gut. Okay, das sind die Streitkräfte. Dann haben wir die orthodoxe Kirche, die hier eine Rolle spielt. Mit Filaret Drostow an der Spitze. Auch er ein Traditionalist, charismatisch und ein Diplomat. Mhm. Gottes Gnadentum ist aktiv, gibt uns ein bisschen mehr Autorität. Und dann haben wir ganz schwach 5,5% die Intellektuellen. Das sind die eigentlich im Moment, die wir ein bisschen fördern wollen. Und deswegen mache ich das auch. Ich werde erstmal das Unterdrücken beenden. Und werde sie stärken, kostet uns 200 Autorität pro Woche, ist aber okay, denke ich. So, natürlich mit sehr geringem politischem Druck im Moment, auch mit schlechten Zustimmungen, Identitätskrise, reduzierte Assimilierung. Michael Speransky ist immerhin Reformer, ja, aber das nützt uns nichts. Gut, dass er Politikprofi ist, gelehrt ist schlecht, zumindest in dieser Hinsicht, als Anführer der Interessensgruppe. Vorsichtig ist auch nicht so doll, aber immerhin lebt er wahrscheinlich etwas länger. 63, gut. Also das erstmal hier die politische Lage in dieser Hinsicht. Wir gucken mal hier bei Regierung rein. Was hier interessant ist, hier sehen wir die einzigen Gesetze, die wir jetzt überhaupt in Angriff nehmen können. Aufgrund der Tatsache, dass die Landadelversammlung
in der Regierung ist, in Anführungsstrichen. Wobei wir natürlich auch eine Regierungsumbildung erwägen können und Leute mit reinnehmen können. Das wird aber vermutlich, wir können das mal testen, was passiert, wenn wir was machen. Ja, wenn wir die Intellektuellen einfach mit reinnehmen. Das Problem ist, das nützt uns relativ wenig, weil die so wenig politische Macht haben, dass Gesetzgebungsprozesse nicht wirklich gut funktionieren. Könnte überlegen, ob man die Streitkräfte mit reinnimmt. Die sind zumindest für bestimmte Formen von Besteuerung, die vielleicht für uns interessant sind. Und sowas wie Geheimpolizei und sowas, da kann man was mitmachen. Ja, tatsächlich. Da würde weiterhin eine rechtmäßige Regierung darstellen. Finde ich gar nicht so schlecht. Ich würde sagen, nehmen wir mal die Streitkräfte mit rein. Wir bestätigen das mal. Gibt uns vielleicht gesetzgeberisch, ja, wir sehen das hier, direkt mehr Möglichkeiten. Wir müssen bloß aufpassen. Gesetze, die jetzt natürlich der Landadel nicht will, werden wir auch mit dem Militär nicht gut durchbringen können. Insofern schauen wir uns mal um, was für uns jetzt hier hilfreich ist. Ein bisschen was ist nämlich dazugekommen. Im Moment haben wir Bauernaufgebote, aber ich sehe schon, die wollen keine Berufsarmee. Das ist schon mal schlecht, da können wir nichts machen. Was mir gefallen würde, ist, wenn wir eine Polizei aufbauen. Das könnte unser erstes Gesetz sein, denn dafür ist der Landadel sogar. Interessanterweise. Die Streitkräfte auch, das ist ganz gut. Und wir sollten auf jeden Fall auf Berufspolizei gehen. Warum? Weil örtliche Polizei stärkt, ihr seht das hier, plus 10%, auch noch weiter die Landadelversammlung. Klar, weil vor Ort sind die ja die Machthaber. Deswegen wollen wir eine Berufspolizei haben. Und ich denke, das ist das erste Gesetz, was wir hier auf den Weg bringen werden. Okay, gehen wir mal zurück. Habe ich hier eigentlich eine Truppe vergessen? Ja, wir haben noch, nee, randständig. Industrielle, Landbewohner, Kleinbürger, Gewerkschafter, die spielen noch gar keine Rolle. Okay, entschuldigt, ich bin ein bisschen erkältet. Das geht hier los. Institutionen ändern wir im Moment nichts, beziehungsweise können wir auch nichts ändern. Gucken wir uns die Bilanz an, den Etat. Wir sehen, sieht im Moment ganz solide aus. Wir sehen, dass wir auch schöne Goldreserven haben, also finanziell sieht das alles gut aus. Aber dennoch kann man einiges machen. Haupteinnahmequelle, Gelddruck, Zölle, Kopfsteuer natürlich. Kopfsteuern ist die Haupteinnahmequelle, okay. Was wir machen werden, wir werden auf jeden Fall den Bausektor schon mal auf Gusseisen ändern. Das wird natürlich ein Thema sein bei Werkzeugen, Eisen und so weiter. Gucken wir mal, wie wir da reagieren müssen. Aber was jetzt für mich entscheidend ist, hier seht ihr, unrealisierte Steuern 68.000. Das ist eine Menge. Und das wird jetzt unsere erste große innenpolitische Aufgabe sein. Wir werden uns nicht so sehr um die Belange der Bevölkerung kümmern, das ist völlig uninteressant in diesem Moment, sondern wir werden versuchen, erstens unsere Staatsausgaben zu minimieren, indem wir gucken, welche Waren sind für uns als Staat teuer. Und zum Zweiten werden wir versuchen, hier die unrealisierten Steuern zu realisieren. Das machen wir, indem wir Regierungsgebäude ausbauen. Dafür brauchen wir wieder Papier. Das werden wir dann nachher beim Gebäudebau dann vor allem angehen. Gut, das war hier ein erster Überblick. Ich werde jetzt noch nicht in den Gebäudebau einsteigen, sondern wir gucken uns erstmal die Marktsituation an. Vielleicht mal einzeln sortiert hier. Also, wie gesagt, Bevölkerungsbedürfnisse interessieren uns erstmal nicht so sehr. Wir sehen, Tuch haben wir deutlich, also können wir exportieren, haben wir Überschüsse und Holz haben wir deutliche Überschüsse und Getreide. Da können wir ein paar Exporte organisieren, ich gebe erstmal durch. Färbemittel, das ist nur irrelevant. Hartholz nur leichte Überschüsse. Der Rest ist erstmal okay. Werkzeuge wird wahrscheinlich jetzt ansteigen. So, Zucker haben wir Überschuss, da kann man vielleicht was machen. Und das sind alles Luxuswaren, die können wir im Moment auch ignorieren. Und ja, Artillerie, müssen wir mal sehen, produzieren wir die eigentlich selbst? Ja, da kann man ein bisschen was ausbauen, aber ist nicht so entscheidend. Gut, gucken wir uns mal die Handelsrouten an. Hier gibt es offenbar einige nicht lukrative. Ich hatte gesagt, wir haben eigentlich ganz gut Zucker.
Sieht man eigentlich, wie viel gehandelte Menge 101. Das muss ich mir kurz... Ach nee, entschuldigt. Das muss ich mir kurz nochmal anschauen. Zucker, wir haben 127 plus. Da werden wir direkt mal was beenden. Ah, 101, nehmen wir mal eine raus hier. So, Getreide habe ich auch gesagt, dass wir eigentlich totale Überschüsse haben. Da brauchen wir das nicht. Wie sieht es aus mit Spirituosen plus 15%? Die exportieren wir. Das ist doch auch Quatsch dann. Machen wir nicht. So. Porzellan kann importiert werden. Warum das nicht lukrativ ist, wird sich vielleicht einpendeln. Eisen ist relativ günstig. Exportieren wir, will ich aber eigentlich auch nicht. Wird gleich noch ein Thema werden. Und dann haben wir Färbemittel. Ich glaube, die müssen wir importieren. Da müssen wir vielleicht auch gucken, halt nee, da müssen wir dann auch mal gucken, dass wir beim Import vielleicht, ah nee, machen wir jetzt mal noch nicht. Ich bleib mal hierbei. So, ansonsten haben wir hier nur Importe. Tuch kommt mir komisch vor. 520, weil wir eigentlich Tuch ja gerade gesehen haben, deutlich Überschüsse, das ist eigentlich nicht nötig. Ja, Zölle minus 2000, muss nicht sein, aus China, das nehmen wir mal raus. Hier haben wir auch nochmal Zuckerimport, ich glaube der Rest ist soweit okay. Mit Zöllen beschäftigen wir uns später, das ist jetzt nicht so entscheidend. Das war jetzt ein erster Überblick und vor allem, wir lassen jetzt nochmal ein bisschen laufen. So, jetzt gibt es hier, die Streitkräfte sind zufrieden, wahrscheinlich wegen unserer Gesetzgebung. Militärforschungstempo erhöht sich und Landadelversammlung, ja, ist jetzt sogar loyal, plus 30% Beitragseffizienz zu Investitionsfonds. Sehr gut. Ich will aber hier nochmal gucken, ob wir ein bisschen Export machen können. Holz. Holz. Ja, machen wir mal Exportzölle und versuchen damit ein bisschen Geld zu verdienen. Nach China. Puh, ja, okay. Machen wir das. Großer Holzexport in die Richtung, finde ich in Ordnung. So, Getreide. Minus 20%, plus 2000. Was können wir da machen? Machen wir auch Getreide-Exportzölle. Exportroute nach Österreich. Und nach Preußen. Und von mir aus auch nach Frankreich. Okay. Wir gucken hier rein. Hier ist, glaube ich, nicht doll was möglich. Hartholz behalten wir mal. Zucker, das ist auch nur minimal. Und Waffen auch nicht. Okay, mehr brauchen wir, glaube ich, hier nicht machen. Gut. Dann kommt jetzt das Aufwendigste und Anstrengendste. Nämlich, wir müssen dieses Chaos, was in unserer Armee herrscht, jetzt erstmal organisieren. So, und das habe ich jetzt schon mal so ein bisschen gedanklich vorbereitet. Was wird hier eigentlich schon gebaut? Ach, wahrscheinlich die Aristokraten bauen hier was, ne? Glashütten und Kohleminen. Okay, alles klar. So, ich habe es gedanklich vorbereitet. Und zwar folgendermaßen. Ich habe Pinnwand kurz mal an und die Befehlshaber anpinnen. Ich habe mir mal unsere ganzen Befehlshaber angeschaut, deren Stärken und Schwächen und wie ich die organisieren möchte. Und bin erstmal auf die Idee gekommen, also hier, das sind im Moment die Standorte unserer Bataillone, dass ich das Ganze zusammenfassen möchte, dass wir drei Armeen haben. Eine Armee hier in Polen, also naja, ich glaube nicht, dass hier eine große Gefahr herrscht, aber auf jeden Fall an dieser Grenze dann eine Armee hier in Richtung Osmanisches Reich und eine Armee hier zu den Steppenvölkern, da werden wir nämlich als erstes außenpolitisch auch aktiv werden. Das würde aber dennoch die kleinere Armee sein, weil wir da keine große Gegenwehr haben. Sibirien lassen wir erstmal komplett frei, da glaube ich nicht, dass da groß was passieren wird. So, wir haben jetzt unterschiedliche Ränge. Wir haben zwei Feldmarschalle und da finde ich es erstmal rein atmosphärisch ganz gut, wenn die Armeen jeweils anführen. Und er hier, Tschernitschow, der wird die erste Armee anführen und zu dieser gehen wir auch gleich mal und die werden wir auch gleich mal umbenennen. Ich mache das mal ganz funktional. Geben wir mal das Symbol, damit wir da einen einfacheren Überblick haben. So, und ihn werde ich jetzt vereinigen.
Das ist das, was ich meinte, was ich schon ein bisschen vorbereitet habe. Mit Krapowitzki. zu dem werden wir später alle kommen. Da unten sieht man im Tulp. Ah, hier. Der kommt mit rüber. Zusammen mit seinen Truppen. Mit seinen Kanonen. Mit seinen Husaren. So, bestätigen. 2 Wochen braucht er. Das ist Nummer 1. Nummer 2 ist. Er kommt zusammen mit Muravjov Karski hier. Der kommt auch mit rüber mit seinen 30 Linieninfanteristen, seiner 5 Artillerie, 5 Husaren. 3 Tage bestätigen. So. Jetzt natürlich aber noch der Clou, also dieses großes Umdisponieren. Jetzt verlegen wir das Hauptquartier nach Polen. Von den allen. So, ich hoffe, die kommen jetzt damit zurecht mit diesen Befehlen. Okay, das ist die erste Armee. Die zweite Armee, das ist unser zweiter Feldmarschall. Michael Woronzow. Das können wir auch gleich mal umbenennen. Zweite Armee. Bestätigen. So, der wird zusammengelegt mit Pavel Grabbe. Hier haben wir ihn. Das ist nicht viel. So, der hat nur das. Bestätigen. Und jetzt bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Es gab eine Formation, die gar keinen Anführer hat. Das war, glaube ich, diese hier. Oder ich habe vergessen, da was zu machen. Das ist immer so ein bisschen heikel. Wir warten mal kurz ab, wer da wie übrig bleibt. Das ist echt ein bisschen fummelig, das zu organisieren. Machen wir einfach weiter mit der dritten Armee. Beziehungsweise halt, stopp. Die zweite Armee. Die müssen wir auch noch stationieren. Die wollte ich. Na, bringen wir sie mal hier unten hin. Donau-Hauptquartier. Da wird die stationiert. So, die dritte Armee bekommt einen Newcomer. Nämlich Friedrich von Berg. Warum Friedrich von Berg? Weil der ein Intellektueller ist. Das sollten wir nutzen, denn wenn wir ihn befördern, dann stärkt das auch die Intellektuellen mit politischer Stärke. Das heißt, er wird befördert einmal zum Generalmajor, zweites Mal zum Generalleutnant und er bekommt die dritte Armee. Wir haben, glaube ich, hier ein Symbol mit 3 Sternen. Nehmen wir mal das dafür. Und dann bekommt er Ivan Paskevich. Da unten haben wir ihn zugewiesen. So. Und den verlegen wir hauptquartiermäßig jetzt hier zu diesen Steppenvölkern. Ja. Ja, direkt Zentralasien. Warum nicht? Okay, da kommt er hin. So, jetzt lassen wir das mal kurz laufen, weil ich habe auf jeden Fall irgendwelche Formationen noch nicht dabei. Ich muss mir jetzt einen Überblick verschaffen, was wo vielleicht nicht ganz geklappt hat, was fehlt. Aber das sieht erstmal ganz gut aus, außer diese 45er. Und da glaube ich, die müssen wir zur zweiten Armee bringen. Ich glaube, das mache ich direkt mal. Das ist diese Truppe hier, die sowieso von vornherein ohne Anführer war. 9 Tage Reisezeit, bestätigen wir das. Das wird aufgelöst. So, und jetzt warten wir mal ab, bis die sich hier alle irgendwie zusammenfinden. Ja, die kommen da unten hin, 45. Passt. Zwischenzeitlich haben wir hier eine diplomatische Anfrage, Moldawien-Verteidigungspakt. Das passt uns eigentlich ganz gut. Moldawien ist eine Marionette des Osmanischen Reiches und ja, ist doch gut, wenn sie sich an uns orientieren. Wir werden ihnen im Zweifel auch helfen gegen das Osmanische Reich, also passt. Nehmen wir an. So, wir sind immer noch hier beim Militär, aber es sieht, glaube ich, jetzt im Moment so aus, als ob alles so ist, wie es sein soll. Was ist mit diesen 18? Die haben noch keine Zuordnung, ne?
Kann das sein, dass ich ihn hier vergessen habe, dass ich seine Truppen vergessen habe? Das könnte tatsächlich sein. Die dritte Armee. Ja, das ist... Wartet mal. Hier, die kriegen, glaube ich, diese noch hinzu. Ja, da habe ich, glaube ich, den nicht rübergeklickt, ne? So, machen wir das. Und dann wird das auch verlegt. Ich glaube, das müsste es jetzt sein. Wir werden das dann nochmal kontrollieren, wenn die alle irgendwo angekommen sind. Machen aber jetzt mal weiter mit dem, was wir hier weiter vorhaben. Also, Markt haben wir, Armee haben wir. Kümmern wir uns um die Diplomatie. Ich habe ja so ein bisschen außenpolitische Ziele umrissen. Und daraus ergeben sich Partner und mögliche Feinde. Ganz klar, das Osmanische Reich ist ein potenzieller Feind. Wir sind, glaube ich, auch Rivalen. Und das ist auch gut so, das kann auch gerne so bleiben. Aber die Feinde des Osmanischen Reichs sind unsere Freunde. Das heißt, ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir, ja, die Heilige Allianz, die es ja historisch vielleicht gerade noch so gegeben hat zu dieser Zeit, dass wir versuchen, die auch zu stärken, nämlich Russland, Österreich, Preußen. Die konservativen Schutzmächte, genau den Weg fahren wir erstmal. Wir beginnen die Beziehungen mit Österreich zu verbessern und wir beginnen die Beziehungen mit Preußen zu verbessern. So. Zweiter potenzieller Gegner ist Großbritannien. Die spielen ja gerne mal so Weltpolizei, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir gucken uns kurz diplomatisch das mal an. Sie haben eine Rivalität mit Frankreich. Okay, da würde ich doch direkt mal sagen, Frankreich werden wir auch Beziehungen verbessern. Dann kann man vielleicht da so ein antibritisches Bündnis etablieren. Ja. Okay, alles klar. Ja, ich denke, mehr werden wir jetzt diplomatisch erstmal nicht machen. Alles Weitere wird sich dann ergeben. So, dann kommen wir zur Technologie. Ich würde sagen, wir hinken ziemlich her, was ökonomische Entwicklung betrifft. Deswegen wäre mein nächstes Ziel eigentlich Drehbank und mechanische Werkzeuge, dass wir in diesem Werkzeugbereich da ein bisschen besser werden. Also definieren wir das mal als Ziel und arbeiten an dem Thema Drehbank. Okay. So, und damit sind wir erstmal durch mit den ganz wichtigen Sachen. Im Journal haben sich jetzt 4 Dinge ergeben. Das gucken wir uns mal an. Unsere Nation wird durch die absolute Autorität unseres geliebten Herrschers definiert. Wir sind eine Familie mit einem Vater und einem Heimatland, geeint und stark. Wenn wir diese Werte bewahren wollen, müssen wir an der Autokratie festhalten. Ja, Interessanterweise ist das etwas, was wir ja nicht, glaube ich, wollen. Also ich bin mir nicht sicher, was das bedeutet. Hier löst das Ereignis offizielle Nationalität aus. Es kann natürlich auch was Gutes sein für uns. Das Blöde ist, ich sehe nicht, was es ist. Über kurz oder lang wollen wir natürlich weg von der Autokratie. Ja, das müssen wir einfach mal... Das ist jetzt nicht unser offizielles Ziel. Also, ich denke nicht, dass wir jetzt bewusst darauf hinarbeiten, dass wir das schaffen. Sondern meine Hoffnung ist, dass wir vielleicht in 30 Jahren schon weg sind von der Autokratie. Aber wir werden es sehen. Weg zum Liberalismus ist auf jeden Fall der Weg, den wir einschlagen. Das ist aber, ja, Zensuswahlrecht, allgemeines Wahlrecht, liberalen Teil der Regierung und so weiter. Ja, das ist sowieso ein Weg, den wir machen werden. Urbanisierung ist auch was wir machen wollen. Verbreitung der Romantik kann man sich überlegen, ob man, ja, Kunsthochschule Stufe 2, das sollte möglich sein. Das werden wir auf jeden Fall versuchen, noch mitzunehmen, aber es ist natürlich jetzt auch nicht vordringlich. Kompanien müssen wir uns jetzt auch nicht mit befassen. Ich check nochmal die Pinnwand. Wir nehmen die Interessensgruppen hier noch mit rein. Das finde ich immer ganz schön zu sehen, wie dort die Entwicklung ist. Und die Märkte nehmen wir mit rein. Wir nehmen die Staaten mit rein, die klappe ich dann aber ein. Und Politiker sind eigentlich auch immer interessant, aber das machen wir mal nicht. So, genau. Das ist das, was wir uns hier anzeigen lassen. Dann haben wir die Einstellung gemacht. Und dann geht es jetzt erstmal zur Sache. Weil wir sollten jetzt bauen. Und ich würde sagen, dass wir erstmal den Bausektor selbst ausbauen. Wir haben in Moskau und in Ingermanland
im Moment den Bausektor. Ja, gibt es da eigentlich irgendwelche Synergien, die man bedenken muss? Ich finde Moskau gar nicht schlecht, weil wir haben in Moskau, glaube ich, auch die Werkzeugproduktion, die sowieso ausgebaut werden muss. Bauen wir auch da vielleicht erstmal den, konzentrieren wir uns da erstmal auf den Bausektor, indem wir einfach mal 3 Stufen ausbauen und gucken, wie wir uns das eigentlich leisten können. So, britische Reaktion aufs Opiumverbot. Da gibt es also einen Konflikt. Natürlich China auch interessant, aber im Moment sind wir da noch nicht weit genug, dass wir uns in so ein Abenteuer da hineinwagen können. Also Stichwort Mandschurei. Das wird jetzt noch nicht so schnell Thema werden. Wir sehen übrigens schon, wir sind herzlich schon mit den Preußen. Noch herzlicher mit den Österreichern. Sehr gut. Ansonsten läuft die Beschlussfassung des Berufspolizeigesetzes. Und ich will nochmal einen Blick auf unsere Armee werfen, ob das jetzt hier alles so seine Richtigkeit hat. 120 dort, 100 dort. Ja, genau. Das ist genau exakt das, was ich mir vorgestellt habe. Ah, wisst ihr was? Ich habe einen großen Aspekt jetzt noch total vergessen. Unsere Marine. Oh mein Gott, das müssen wir genauso noch klären. Also, wir haben 3 Flotten. Die Baltische Flotte, die Schwarzmeerflotte und die Pazifikflotte, die aus einem einzigen Schiff besteht. Hier in Ostsibirien, in Ochotsk. Ja. Und das werde ich ein bisschen umdisponieren. Also, mein Plan ist folgender. Das ist wirklich hier, Michael Lazarev ist unser bester Mann. Der ist Marinebefehlshaber-Experte. Ein richtig guter Mann. Also plus 30% Offensiv-Defensive. Das will man haben. Ich werde das übrigens auch umbenennen. Baltische Flotte. So. Und hier ist das Problem, der hat zu viele Kriegssegelschiffe. Das reduziert die Organisationsstärke. Insofern werden wir ja, das zur Schwarzmeerflotte überführen. Ich glaube, es dürfen nicht mehr Großkampfschiffe sein als leichte Schiffe. Deswegen werden wir hier 6 hinbringen. Wir werden die Schwarzmeerflotte auch umbenennen. Schwarzmeerflotte. So, und ja genau, wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden jetzt in einem ersten Schritt die Schwarzmeerflotte mit 6 Kriegssegelschiffen bestücken. Ich glaube, ja genau, 12, 19, das müsste hinhauen. Warum kann ich das nicht? Weil ich hier, das ist auch, ich vergesse immer, dass diesen Klick. So, 6 Wochen brauchen die Schiffe für diese Umsegelung Europas. Das finde ich übrigens sehr, sehr, sehr cool, dass endlich die Schiffe auch tatsächlich als Schiffe hier unterwegs sind. Finde ich super. Okay, das ist aber nur der erste Schritt. Wir sehen, das sind immer noch zu viele. Um das jetzt zu beheben, werde ich einfach 4 Fregatten rekrutieren. Ja, machen wir das mal. Ah, das ist schon auf 20. Interessant. Machen wir mal 3 in Estland. Und 1 in Lettland, damit das da zumindest einen örtlichen Zusammenhang hat. So, und dann dürfte das okay sein. So, in der Schwarzmeerflotte werde ich eine Veränderung durchführen. Und zwar, es ist ein bisschen merkwürdig hier in dieser Mini-Flotte, da ist der ranghöchste Offizier. Obwohl, ist das so? Oder erzähle ich gerade Quatsch? Ja, 2-1, genau. Da ist er hier, Vizeadmiral Vassili Zavoyko. Den werden wir die Schwarzmeerflotte holen. Da werden wir einen kleinen Tausch machen. Also, du kommst da rein. Und dafür kommt Fabian von Bellinghausen rüber. Der ist auch Forscher, glaube ich. Das passt da ganz gut da hinten. Ansonsten bleibt es eigentlich so, wie es ist. Ach, man darf nicht einfach Anführer tauschen? Was ist denn das für ein Quatsch? Es können nicht alle Admiräle... Okay, wartet mal. Das heißt, ich muss erst den einen übertragen.
Okay, das ist ja sehr, sehr, sehr doof. Gibt es eine Möglichkeit, wie ich das kläre? Oder müssen wir dann noch eine Fregatte einfach mitschicken? Nee, das scheint nicht zu gehen. Wie ich mir das vorstelle, ist ja ein Ding. Wisst ihr was? Dann machen wir Folgendes. Dann lösen wir einfach diese Flotte komplett auf. Vergesst es. Wir werden im Pazifik erst einmal einfach keine Flotte haben. So, fertig ist der Lack. Und ob wir einen von denen noch hoch in die baltische Flotte tun, das werden wir sehen. So, dann haben wir das nämlich auch geklärt. Das wird jetzt einige Zeit dauern. Und dann geht das seinen Gang. Gut. Sehr schön. So, 26.000. Wir schauen mal. Das ist also erstmal überhaupt kein Problem. Sind die in Moskau jetzt schon? Das geht ja immer relativ schnell, ne? Mit dem Bausektor. Aha. Gut. Berufspolizei ist in die Debattenphase gekommen. Auch sehr schön. Was haben wir hier? Geheimgesellschaften in Ingermanland. In Ingermanland haben sich Akademiker in verschworenen Gemeinschaften zusammengetan, um gemeinsam Komplotte gegen den Staat zu schmieden, die die fehlgeleitete Sache einer Interessensgruppe voranbringen sollen. Ja, das ist genau das, was die Dekabristen zu Amtsantritt des Zaren gemacht haben. So, jetzt ist natürlich, ne, ich will es nochmal erläutern. Ich spiele jetzt nicht aus der Sicht des Zaren, sondern aus der Sicht unseres großen Zieles. Und insofern sagen wir definitiv, dass sie keine Bedrohung darstellen. Ich würde sagen, damit stärken wir halt tolerierte Geheimgesellschaften. Damit stärken wir die Intellektuellen weiter. Das ist ja durchaus etwas, was wir wollen. Ich sehe aber gerade, es ist im Moment mit vollem Bausektor überhaupt kein Problem, das zu finanzieren. Dann würde ich auch sagen, dass wir da auch gleich noch nachlegen. Wobei, wir müssen gucken, halt, stopp, wir müssen wirklich mal gucken, wie es dann ist, wenn das gebaut ist, ne? Muss man ein bisschen aufpassen. Wie viel zahlen wir jetzt gerade für aus Bauwaren? 22.900. Ja, okay, wenn jetzt. Na gut, wir haben vier. Können das eigentlich verdoppeln, ne? Können wir zumindest eins noch raufpacken. Müsste dann hinhauen. Ne, wir haben jetzt schon fünf. Ah, okay. Gut. Danach, was haben wir hier? Ups, Handelsvertrag mit China. Das müssen wir uns kurz anschauen. Ich glaube nicht, dass das gut für uns ist. Handelsrouten. Wir filtern das mal nach Land. Oder? Kriegen wir das hier besser hin? Ja. Oh, wir handeln sehr viel mit China, aber ich vermute mal, dass wir auch dadurch viele Einnahmen machen. Holz, Getreide und so weiter. Ich denke, da kommt viel Zolleinnahmen durch. 213, 786, 1072. Nö, machen wir nicht. Die Zolleinnahmen können wir uns überhaupt mal ganz kurz angucken. Ich bin nicht mehr falsch. Wie sich das zusammensetzt, 20.000 Zölle. Am meisten durch Holz. Und das wird China natürlich sein. Deswegen werden die sich jetzt auch melden, weil die da die Zölle sparen wollen. Aber das war ja genau das Ansinnen. Bedeutende Exportroute. Ah ja, okay, Getreide kaufen die jetzt auch noch ein. Haben wir Getreidezölle eingestellt gehabt? Muss ich gleich mal checken. Ich glaube ja, ne? Da hatte ich ja aktiv. Ja, perfekt. So, ein Radikaler ist irgendwie verbannt worden. Ich meinte, da ist das, glaube ich, alles noch viel zu früh. Agitatoren. Das ist der hier, ne? Bewegung für Präsidialrepublik. Ja, sowas ist natürlich später sehr, sehr interessant. Im Moment denke ich, noch zu früh. So, wir haben sechs. Können wir uns locker leisten, so wie es aussieht.
Ah, wir müssen bedenken, dass wir ja natürlich schon die Marinebasen in Estland auch auf der Liste haben. Okay. Berufspolizei ist im Annahmebereich. Das sieht doch schon mal gut aus. Das heißt, wir können da gleich vielleicht zur Tat schreiten und unsere erste große gesetzgeberische Maßnahme umsetzen und einleiten. Großbritanniens Union mit Hannover ist beendet. Alles klar. Was ich mir noch gar nicht angeschaut habe, ist Interessen. Wir können ja wahnsinnig viel Interessen noch erklären. Ist ja der Hammer. Ja, auf jeden Fall nehmen wir Nordchina mit rein. Südchina. Himalaya, Nordindien. Das sind ja auch mögliche Handelspartner. Ja, wir sind erstmal handelstechnisch, würde ich sagen, offen. So, nutzen wir mal die Möglichkeiten, die wir alle haben. Wir sehen Werkzeug und Eisen. Eisen wird ein großes Problem. Da müssen wir uns dann als nächstes drum kümmern. Mit Sicherheit natürlich durch den Gusseisenbau, durch die Bauwirtschaft. Eisen ist sehr, sehr teuer geworden. Das heißt, wir hätten wahrscheinlich noch eine deutlich bessere Bilanz, wenn wir diese hohen Ausgaben nicht hätten. So, aber ich hoffe jetzt auf die Annahme der Berufspolizei. Jawohl, da haben wir es. Sehr schön. Und ich würde sagen, das ist dann auch der Moment, wo wir dann auch gleich diese Institutionen starten werden, beziehungsweise das ist, glaube ich, schon auf Stufe 1 jetzt automatisch. Was fehlt uns zu Stufe 2? Aha, Bürokratie. Ja, okay. Regierungsverwaltung ist ja etwas, was wir sowieso ausbauen wollen, aber auf jeden Fall haben wir hier schon mal eine erste Stufe erreicht. Das ist erfreulich. Ich denke, das nächste, was wir angehen werden, ist, dass wir uns hier mit diesen rückständischen Untertanen befassen. Das war eine wilde Zeit übrigens hier, 19. Jahrhundert. Also das war keine koordinierte Eroberung dieser Gebiete, sondern es waren Gouverneure, die hier an den Grenzen stationiert worden sind, Generäle, die so auf eigene Faust dann diese Steppenvölker unterjocht haben, mit ein paar tausend Mann. Da gab es keine großen zentralen Ordnungen. Die Grenzen waren einfach so offen und Abenteuertum dominierte hier. Da hat man einfach mal eben riesige Landgebiete okkupiert fürs eigene Land. Ja, sowas Ähnliches werden wir dann das nächste Mal machen, denke ich. Fürs Erste haben wir einen ersten kleinen Erfolg. Wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut, euer Steinwallen.